Ja, die Map kenne ich ja noch nicht. Wie schön. Auf russischer Seite, wenn wir uns heute mal wieder durchschlagen. Oh Mann. Draußen offenes Gelände, da gibt es Gebäude, außen drumrum, da kann man in der Mitte wunderbar snipern. Da wird Roland sich wieder am Fenster vorbei schlängeln und dann mal reinhalten. So, auf geht's. Bin ich gerade durch den Baum durchgelaufen? Vielleicht. Wir könnten den warnen. Fahr du mit deiner Truppe. War zu langsam. Wo ist der gute Mann, der alles kann? Könnte er bitte nicht am Zaun wieder hängen bleiben? Also das müssen sie echt noch fixen. Das ist echt so eine Sache. Weil die Jungs kommen ja meistens nicht hinterher. Das ist echt so eine schwierige Angelegenheit. Meter in die Richtung. So, Kommandoposten steht. Würdest du bitte die Waffe nehmen? Wir uns jetzt bei B, vorwärts. Ab in den Graben und ran da. Da noch einer Kommandoposten errichtet, sehr gute Idee. Da haben wir einen Sicherheitsposten in der Nähe. Wo ist der Rest der Mannschaft? Den hast du gut. Ah! Ich muss echt manchmal hier. Hattest du keine Munition mehr? So ein Mist aber auch. Der andere noch? Ja, der andere lebt noch. Einer nach außen. Granate! Ich gehöre zu dir. Na, lass. Wer war das? Heilen wir uns erstmal. Bin eh letzter Mann. Kann sein, dass die da einen Posten haben. Ah, schade. Da steht ein Posten. Sehr gut, wir haben die beiden Posten da. Ich könnte meinen noch verlegen und zwar nach links. Mit der Kommandotruppe. Los, meine kleine Infanteriebrigade. Wir schleichen uns außen links durch. Wir haben momentan die Führung. Aber auch nur, weil du auf Russenseite einfach auch gute vollautomatische Waffen hast. Der Rest von Eddies Bande, kommt ihr mal ein bisschen hier? Wir schleichen uns über links jetzt an. Errichten einen Posten weiter vorne. Das wird ein verdammt weiter Weg. Und die Ausdauer geht zu Neige. Sehr schön. Komm, das habt ihr doch extra so gebaut hier. Schön die Stellung halten, Jungs. Ihr dürft nicht aufhalten. So, Mädels. Auf zum Angriff.
alles ruhig hier auf der Seite. Die sind alle im Haus. Und wir schauen, ob wir hier mal irgendwo noch einen Posten abfangen können. Das war der blödeste Weg, den ich hätte nehmen können, aber gut. Das ist eben halt so, wenn man sich nicht auskennt im Gelände. Die haben fast B, kriegen es aber nicht, und ich stehe hier bei C. Meine Truppe hält draußen gerade die Stellung, das machen die gut. Komm mit rein hier, jawohl. Ja, die Waffe, die rotzt richtig durch. Bringt dir nur nichts mehr, weil der Punkt uns gehört. Granate. Ist mir egal, ich habe Zeit. Du musst herkommen, wenn du was willst. Warum kommt er nicht? Schön daneben. Wenn wir fallen. Wie die Waffe keinen Schaden macht. Sehr schön. Letzte Stellung. Ah! Dieses Anlegen, die sind einfach ein Stück zu langsam, die Truppen. Dann bist du sofort aus dem Konzept. Das ist furchtbar. Ja, weil jeder Soldat hätte so seine eigenen Fähigkeiten. Das ist immer echt deprimierend, aber ist gut. Jetzt wollte ich einmal mit der Tots spielen. Mit der kleinen Schrotflinte und kam nicht dazu. Ich muss sagen, die waren echt schlecht, die Deutschen. Das muss man jetzt wirklich mal eingestehen. Die war ganz nett zum Eingewöhnen, aber so an sich waren die echt nicht gut. Na, die haben die Stellung gehalten und ja, standen halt da. Ja, ich habe jetzt überall hier. Ich könnte den ja auch mal ein bisschen buffen. Nein, das können wir nicht. So viel haben wir leider noch nicht. Können wir hier noch jemanden buffen? Nein. Keine guten Befehlsdinger. Ja, das ist schade. Ja, naja, vielleicht kommen wir jetzt dazu, mal die Tots auszuprobieren. Einer kleinen russischen Truppe. Es ist halt ein extremer Unterschied. Ne? Das merkt man sofort, ne? Wenn du hier so eine kleine PPD hast, die hat eine hohe Feuerrate, die Waffe. Wenn du das mit der Gracegun vergleichst, nix. Ne? Gracegun, tiff, 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 tiff. Und hier, da trotzt du direkt raus. Ja? Also mit den Russen, wenn du wirklich mit irgendwas anfangen willst, bist du einfach mit den Russen, wenn du gegen Deutsche spielen willst, auf jeden Fall besser gerüstet. Ich finde, die Amis haben so die schlechteste Fraktion. Ich weiß nicht, also das ist jedenfalls mein Gefühl. Ja, mit den Russen, yeah, yippie, ne, Drecksau-Party. Übrigens, die Waffe ist ganz neu, die habe ich jetzt noch rausgezogen gekriegt hier mit 4 Sternen. Oh, hat die beste Waffe auf dem Feld. Naja, gelegentlich haue ich ja auch ein bisschen was hier in die anderen Fraktionen rein, damit ich dann auch mal ein bisschen was leisten kann. Oh, Kloster kennen wir. Kloster. Kloster kennen wir. Und wir sollen verteidigen. Na, das wird ja witzig. Dann werde ich mal gleich mit der Pioniertruppe anrücken. Das wird schwer. Vor allen Dingen der Mauerdurchbruch ist verdammt schwer zu holen. Ja, du kommst zwar auch da rein, aber richtig harte Nummer. Erstmal orientieren hier.
Von da soll der Gegner kommen. Das ist schon mal gut zu wissen. Du stehst hier mal frei auf dem Feld und weißt immer nicht gar nicht wohin. Ja, hurra, ist ja gut und schön, ich komme. Schon mal was in der Nähe haben. Yay, da, 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 da. So. Wieso ist das Fenster kaputt gegangen, wenn ich es. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hart. Ich habe das Haus schon barrikadiert. War auf mich. So stehe ich eigentlich jetzt einziger wieder drin, das Ding zu verteidigen. Ja, da wird gesnipert ohne Ende. Hat er jetzt den Stacheldraht fertig gebaut oder nicht? Ich weiß es nicht. Schöner Schuss, aber den Stacheldraht habe ich trotzdem noch gelegt bekommen. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Ah, der Punkt steht besser. Ja, Freunde der Sonne. Wir müssen den Punkt auch mal verteidigen. Warum ist die Waffe ja nicht so der Banner? Ist da oben was drin? Nee, ne? Irgendwas gesenkt. Pioniereinheit hängt noch fest. Ich sage ja, das ist beschissen hier immer. Die Wände zu setzen ist nicht clever. So. Kleine Anlaufwand gebaut. Ist die Wände mit Stacheldraht versehen. Versehen in Sachen Barrikadieren war Roland schon immer Meister hier in diesem Spiel. Zack. Ich würde sagen, hier kommt so schnell keiner rein. Hier sitzt auch noch eine Wand. Wäre schön gewesen, wenn er die jetzt. Er hat die doch zu Ende gebaut. Ich sitze hier und mir fliegen die Kugeln um die Ohren. Es ist der Wahnsinn. Ich brauche ja eigentlich einen Schützen. Haben wir einen Schützen? Wow! Tja. Nichts zu sehen. Nein, ich will den Panzer markieren, nicht den Stacheldraht. Danke. Danke für nichts. Scharfschützen umgeben. Ich kann den Panzer nicht spotten, aber... Wow, Alter.
sehr gut markiert. Die Pionierabteilung steht immer noch und wieso hänge ich denn jetzt fest? Ja, der steht immer noch da und kämpft. Roland ist wieder einziger Mann im Punkt. Sicher! Manchmal sind die Gebäude ja so, dass der so ein bisschen hier raschelt der Stacheldraht. Die Granate war gut, aber war jetzt irgendwann zu erwarten, dass man da mal fällt. Solange der Posten da steht, kommen die da nicht durch. Die haben zwar einen tollen Panzer da außen zu stehen, aber... So. Die Totzvereinigung. 470 im Hintergrund. Meine Verteidigungswand steht. Ich würde jetzt gerne mal einen mit der Schrotflinte umnieten, aber irgendwie sitzen die alle hinten und snipern. Der Panzer steht da gut. Naja, die sitzen nur und snipern außen. Das ist der Wahnsinn. Hast du Glück, da rettet dich das Aluminium, jetzt rettet es sich nicht mehr. Himmel, Herrgott. Schieß mal auf den da. Ich geh mal kurz zum Bunker. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Das war ja auch klar. Wo sind denn jetzt alle? Sind alle? Lucky is a bitch. Schön, dass du da bist. Den haben wir. Hier kommt keiner. Stacheldrahtabteilung neu legen. Geh da weg! Abteilung. Und dann brauche ich meine... Was ist das von mir? Ich bin Pionier. Ich glaube, da drin sitzt einer, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Er ist so dunkel da und kämpft. Stacheldraht braucht keiner kommen. Himmel, Herrgott, wo ist er denn? Natürlich, und umgedietet. Ja, ich kann mich jetzt heilen, aber eigentlich will ich ja da sterben. Könnte mich jemand mal kurz umbringen? Danke. Kann ich hier rausspringen? Nein. Nein, nicht heilen. Nicht heilen. Stirb einfach. Stirb schneller. Danke. Ja, der Gegner betreibt wieder eine sehr professionelle, ich warte mal ab und hoffe, dass der Gegner irgendwann aufgibt, Taktik. Ist ja schön. Klappt nur nicht. Wer hier diese Verteidigung gebaut hat, ganz große Klasse. Gehen wir von hinten rein. Guck mal ein paar Pioniere nach. Ganz toll.
Problem ist, dass sie damit kein Stück weiter rein. Der schießt da schon durch die Wand, weil der konnte mich nicht getroffen haben. Wie der mich getroffen haben will, wenn ich hier hinter der Wand stehe, ne? Da bei der Tür kann er mich treffen, ja. Hier hätte er vielleicht auch noch Karten zu schießen. Die stehen nur außen drum rum und warten, dass wieder irgendwas passiert. Pionierabteilung. Ja, man kennt ja mir den Stacheldraht, egal was ich mache. Aber rausgehen darf ich auch nicht. Ja, ich werde hier drinnen halt gebraucht. Der Kollege steht da hinten so eingemauert. Schön markiert die Panzer, das ist wichtig. Noch mal was sehe, darf ich auch mal drauf schießen. So, letzter Mann ist Pionier. Fünf von uns vor uns verloren. Die spielen sehr defensiv. Das ist ja Wahnsinn, was sie da drüben abziehen. Bauen. Er drumst und knallt überall, aber sehen tust du nix. Da vorne seine Munibox. Bisschen Verteidigung. Hier draußen zum Reinkommen. Hier haben wir noch Stacheldraht. Ein vorderer Mann ist gefallen, genauso wie alles andere. Wenigstens kommt er hier nicht rein. Oh, Granaten. Mein Stacheldraht steht noch. Na, Gott sei Dank. Sehen tut nichts. PTRD-Schützen jetzt hier vorne drin. Jetzt habe ich ihn eingemauert. Jetzt hat er seine eigene kleine Privatstellung. Renn ich jetzt raus und mach da den Stacheldraht? Den hab ich noch. Viermal. La 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 la. Ah! La 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 la. Ist überhaupt nicht auffällig. Hey, ein Gegner! Habt ihr das gesehen? Der Gegner, der wollte wirklich versuchen, den Punkt einzunehmen. Ist ja der Hammer. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Ja, natürlich. Roland ist gefallen. Wir werden sonst. Und schon ist der Punkt weg. Es ist immer wieder ein richtig schönes... Und natürlich geht der gegen die Kante und wird mich jetzt klatschen. Ja, es war so klar. Ja, wir verlieren den Punkt, weil Roland nicht campen kann. Wie immer. Und daneben
treffe ihn sonst. Ich treffe nur einen Arm. Na gut, ein Glück reicht das. Wo sind meine Leute? So, ich muss mich jetzt schneller schießen lassen. Danke. Bitte. Ein Spawnpunkt. Die Bomben waren gut geworfen, aber mein Ding da steht. So, Abteilung Kotz, vorwärts. T-34 schießt ganz fleißig. Wir brauchen die Pionierabteilung. Granaten rein. Abteilung Tots. Natürlich, One-Shot tot. Er durfte einen Schuss abgeben. Von wo? Von wo? Von wo denn? Ach, von oben wahrscheinlich. Na, den Punkt werden sie doch wohl jetzt noch kriegen, oder nicht? Belagerungszusatz. Na, welches Fenster nimmst du? Granate! Tot, ja. Junge, Artillerie-Spam, da sind sie ganz groß drin. 1 gegen 1, Roland hält den Punkt. Ich stehe einfach nur da, weißt du, man macht nichts, aber man... Wenn ich mich jetzt erschießen lasse, ist vorbei. Da würde ich ja nicht durch den Stachel da rein. 96, ich stehe einfach nur da. Man sieht immer nicht viel, ne? Aber sobald ich rausgehe hier aus diesem Punkt, ist die Sache erledigt. Junge, aber Artillerie geht hier richtig runter. Noch 33. Jetzt kommen sie nochmal. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Kontrollpunkt verloren. Zurückfallen. Ja, das war's. Jetzt kann ich mir noch einen Rückschuss schießen lassen. 46. Ja, da sind sie spitze, Junge. Da, ich weiß nicht, da haben die eine Bewegung, da sind die motiviert auf einmal, wenn die Leute am Weglaufen sind, die KD-Farmen, sind die richtig stark. Ansonsten siehst du nichts von denen. Ich muss erstmal gucken hier, in welche Richtung der Gegner kommt, da. Das wäre schön, wenn wir irgendwo da unseren Außenposten hätten. Genau in der Kirche. Steht gut, 42 Meter entfernt.
meine, es ist jetzt, wenn die jetzt hier den Punkt jetzt schnell noch einnehmen und jetzt durchlaufen, dann können wir das Ding noch verlieren. Ah, es ist schwer einsehbar. Komm, bauen wir hier eine Sicherheitsmauer. Dass ich immer der Verteidiger bin, ist immer der absolute Wahnsinn. So, nur von hier kann der Gegner kommen, also barrikadieren wir das Ding jetzt noch bis zum Get-No. Zack, noch 33 Mann. Verteidigungswand davor, falls einer reinguckt. So, Stellung ist eingenommen. So stehst du eigentlich draußen? Wir stehen jetzt drin und campen. Nein! Oder ganz hinten. Das Spiel nimmt HMG-Ausmaße an, wirklich. Roland steht der Punkt. Ein paar lustige Enthusiasten. Noch einer? Ja. Lad mal nach. Oh, die Tür zu so. Schlechter Angriff, wirklich. Also dabei ist dieses Spiel eigentlich sehr angriffsfreundlich. Ne? Man hat da eigentlich gute Karten, was zu reißen, wenn man sich ein bisschen anstellt. Aber das war hier wieder nix. Ah. Ich meine, ich stand nur drin im Punkt. Aber einer muss ja die wichtigen Sachen machen. Gut, eine Runde probieren wir noch. Ansonsten macht das schon Spaß, wenn dann mal ein bisschen Bewegung reinkommt ins Spiel, ja. Und hier mit der Pionier ist einfach seit 100 Jahren gefühlt bei mir immer der allerwichtigste Mann. Weil wenn dann einer in der Ecke sitzt und da ein bisschen snipern kann mit PTRD oder wenn er mit der PPD sitzt, dann kann ich in eine Munibox daneben sitzen, dann kann er da drin sitzen und immer gib ihm lustig schießen, ja. Das macht schon Spaß.